Man wird auf unterschiedlichen Wegen Professor für westasiatische Religion, nehme ich an. Mein Weg wahrscheinlich war nicht der direkteste Weg. Als ein Mathe interessierter Schüler habe ich dann Informatik studiert. Bei meiner MA-Arbeit habe ich dann mein Interesse an die Sprachentwicklung entdeckt. Dann anschließend habe ich iranische Philologie studiert. Anschließend habe ich mich entschieden, in Deutschland zu promovieren und hatte ich Glück, dann eine Professur für westasiatische Religion zu bekommen. In Westasien gibt es verschiedene Religionen. Die älteste kennen wir dann, das ist Zoroastrismus, anschließend Manichäismus. Es gibt dann altorientalische Religionen, die eng in Kontakt miteinander waren. Ich arbeite vor allem philologisch, arbeite ich mit Texten. Die Berge der Philologie sind eigentlich die religiösen Traditionen. Die Texte existierten in der religiösen Tradition und die Philologen mussten erstmal zu Traditionsträger gehen und die Texte von ihnen bekommen. Viele Philologen sind in den Iran und in Indien gereist, in der iranischen Philologie. Und von den Priestern die Texte erstmal sich erklären lassen, die Texte zum Teil kopiert oder die Handschriften bekommen. Das kann man sehr gut mit Bergbau vergleichen, indem im Bergbau das Material erstmal vom Berg herausgeholt werden muss und bei der Philologie genauso. Der Text muss erstmal von der Tradition, von der religiösen Tradition erstmal herausgeholt werden und der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Ein Beispiel für Textmining ist die Texte, die von der Tradition, von der zoroastrischen Tradition in diesem Fall vom Berg unserer Philologie herausgeholt sind. Hier haben wir zum Beispiel einen Text, einen mittelpersischen Text. Der Text wurde dann als Faksimile publiziert und ist der Forschung damit zugänglich gemacht. Wie der Bergbau sich in den letzten Jahren dann viel modernisiert hat, hat sich auch die Philologie viel geändert. Ja, die modernen Methoden der Philologie sind vor allem computergestützten Methoden. Wir arbeiten mit Texten, die jetzt schon digitalisiert sind. Das heißt, die Handschriften, die vorher als Faksimile zur Verfügung standen, stehen jetzt als digitalisierter Text zur Verfügung. Der wichtige Vorteil der computergestützten Methoden ist, dass wir mit großen Mengen von Texten arbeiten können. Nicht nur auf einen Text konzentriert, sondern von einer Textsammlung. Zum Beispiel, wir können alle Texte der zoroastrischen Tradition in einem Korpus haben und die miteinander vergleichen, annotieren, verschiedene Kriterien feststellen und dann so die Texte analysieren. Rohmaterial jetzt ist entstanden. Wir haben unsere Texte aus dem Berg herausgeholt. Müssen wir jetzt für die religionswissenschaftliche Analyse transferieren in eine andere Sprache. Die Objektsprache ist die Sprache des Materials oder die Sprache, in der das Material geschrieben ist. Demgegenüber steht eine Metasprache. Das ist die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Objektsprachen. Das ist abstrakter und die Objektsprache wird übersetzt in diese abstrakte Metasprache. Als Beispiel kann man eigentlich Religionsbegriff selbst nehmen. Damit man zum Beispiel einen chinesischen Text mit einem avestischen Text diesbezüglich miteinander vergleichen kann, muss man die Begriffe, die in diesem chinesischen Text und in diesem avestischen Text als Religionsbegriff vorhanden sind, in Religion übersetzen und dann überprüfen, ob überhaupt diese Übersetzung funktioniert oder nicht.
Wir haben das Material in die Metasprache übersetzt. Jetzt muss das Material in dieser Metasprache kommuniziert werden. Im KHK waren unterschiedliche Philologien und unterschiedliche Wissenschaftszweige zusammengekommen. Und nur die Metasprache hat diese Forschung zwischen unterschiedlichen Disziplinen ermöglicht. Allerdings muss man darauf achten, dass man wieder von der Metasprache in die Objektsprache zurückgehen muss und die Übersetzung in die Metasprache überprüfen muss. Ich bin Kian Shresania, Professor für westasiatische Religionsgeschichte.